Heute will ich einen Sauerteig ansetzen und für den Sauerteigansatz brauche ich folgende Zutaten: einfach lauwarmes Wasser und ein Vollkornmehl. Bei mir ist es jetzt Dinkelvollkornmehl. Man kann es auch mit Roggenmehl machen. Wichtig dabei ist, dass man einen warmen Ort, also im Zimmer soll es warm sein, denn wenn es zu kalt ist, dann entwickelt er sich nicht richtig. Und ich nehme dafür Kunststoffschüssel oder Holzschüssel kann man nehmen, wo halt auch eben ein bisschen wärmer ist, wie jetzt Glasschale oder Edelstahlschüssel. Wenn es sehr warm im Zimmer ist, dass es über 25 Grad ist, dann kann man natürlich auch so eine Schüssel benutzen. Jetzt wiege ich mir erstmal 130 Gramm ab. Man kann auch Dinkelkörner vom Landwirt nehmen und sie mahlen, wenn man eine gute Mühle hat, fein mahlen und dann ist es noch besser. Ich mache es jetzt für euch so. Na, jetzt habe ich 134, 4 Gramm, das macht nichts. So, dann gebe ich das in die größere Schüssel und diesen Vorgang wiederhole ich auch am Tag 2 und am Tag 3. Also 3 Tage lang immer das Gleiche. Da gebe ich immer dieselbe Menge mit hinzu. Jetzt vermenge ich das mit dem lauwarmen Wasser. Das Wasser sollte so 30, 35 Grad haben. Im Zimmer sollte es, ja, Idealtemperatur ist zwischen 23, 25, 26, also nach oben keine Grenzen. Wärme mag der Sauerteig einfach. Dann entwickelt er die richtigen Bakterien. Wenn es zu kalt ist, dann kann es sein, dass er einen Essigstich hat. Einen starken. Ich habe jetzt hier genau 150 Milliliter lauwarmes Wasser genommen und halt die 130 Gramm Vollkornmehl. Nach 24 Stunden, also morgen, werde ich den zweiten Schritt genauso wiederholen und am dritten Tag auch so. Das gebe ich natürlich immer zu diesem Teig dann dazu. Was noch wichtig ist, dass man ihn nicht komplett luftdicht verschließt, sondern nur einen Deckel so lose draufsetzt. Und morgen muss ich dann schon ein paar Bläschen sehen, dass er einfach schon zu wirken beginnt, dass die Wirkung da ist. Jetzt sind wir auch schon für den ersten Tag fertig. Abdecken, locker und nur im warmen Zimmer stehen lassen oder an einem anderen warmen Ort. Das war's für heute. Morgen geht's weiter, zeige ich euch weiter. Tag 2. Das ist jetzt von gestern, der Sauerteigansatz. Jetzt machen wir weiter heute. Und zwar gebe ich wieder die 130 Gramm Dinkelvollkornmehl dazu. Und 150 Milliliter lauwarmes Wasser. Jetzt verrühre ich dies wieder gut und decke es locker ab bei Zimmertemperatur bis zum nächsten Tag, 24 Stunden. Und dann wiederholen wir diesen Vorgang noch einmal. Und dann erhalte ich hier einen Sauerteigansatz für etwa 3 Brote. Schon fertig. Tag 3. Jetzt
sieht man's, dass auch schon an der Oberfläche Bläschen zu sehen sind. Und auch hier am Schüsselrand, da sieht man das ganz gut hier unten. Nun gebe ich wieder die 130 Gramm Dinkelvollkornmehl und diesmal bin ich jetzt vorsichtig, ich habe hier 150 Milliliter, aber ich gebe jetzt nur mal 100 etwa beim dritten Mal, weil mir kommt das die Masse doch flüssig vor und sie soll ja auch ein bisschen flüssig sein, aber nicht so. Jetzt vermenge ich das gut und decke es wieder locker ab und lasse es wieder 24 Stunden stehen. Und dann ist der Sauerteig eigentlich fertig, der Ansatz, die Basis. Das lasse ich jetzt so, ich gebe die 50 Milliliter nicht dazu, 100 Milliliter am dritten Tag haben mir jetzt gereicht von der Menge warmem Wasser. Der Sauerteigansatz ist fertig. Man braucht ja auch wenig Zutaten, allerdings halt 3 Tage Zeit. Und zwar braucht man nur Mehl und lauwarmes Wasser und natürlich ein warmes Zimmer. Also die Raumtemperatur sollte wirklich warm sein, damit es sich so gut entfaltet. Man sieht, das ist jetzt fertig. Jetzt werde ich diesen Sauerteigansatz noch ein klein bisschen Mehl gebe ich dazu, damit es mir nicht ganz so flüssig ist. Und dann verteile ich es mir in Gläser. Die Gläser werde ich etwa so ein Drittel füllen, ein Viertel. Und dann kann ich sie im Kühlschrank bis zu 2 Wochen aufbewahren. Und in der Zeit kann ich dann 3 Brote backen, ein größeres und 2 kleinere, je nachdem. Wichtig ist im Kühlschrank, wenn man die Gläser in den Kühlschrank tut, dass der Kühlschrank wirklich nicht, sag ich mal, unter 5 Grad ist. Also bei 5 Grad, da passt es. Und da ist er wirklich 2 Wochen locker haltbar. Brot schmeckt einfach besser, wenn man es mit Sauerteig macht. Ich gebe trotzdem immer, wenn ich Brot backe, auch ein klein bisschen Hefe noch dazu. Aber Sauerteig macht das Brot einfach bekömmlich. Gebe ich den Deckel drauf und in den Kühlschrank damit. Und wenn ich dann weiß, dass ich ein Brot backen will in der Zwischenzeit, in diesen 2 Wochen, dann hole ich mir ein Glas raus abends, gebe mir es in eine Schüssel, gebe noch ein klein bisschen Mehl dazu und ein Ticken lauwarmes Wasser und lasse es über Nacht stehen bei Zimmertemperatur. Und am anderen Morgen kann ich dann locker mit diesem Sauerteigansatz weiterbacken. Das war's. Ihr seht, es ist kein Hexenwerk, es ist wirklich einfach zu machen, Sauerteig selber herzustellen. Allerdings Zeit braucht man.